Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rayman. Ja, ich nehme das Ganze hier zum zweiten Mal auf. Ja, möchte ich gleich vorneweg erwähnen, weil ich letztes Mal mit diesem Part hier, beziehungsweise bei der letzten Aufnahme, mit diesem Part nicht zufrieden war. Ja, und deswegen wundert euch nicht, wenn ich schon hier mich so ein bisschen auskenne, denn, Alter, diese Abschnitte hier sind frustrierend. Und warum, das werdet ihr vielleicht sehen. Okay. Gut, dann spüre meine derbe Kralle der Derbnis. Oder so ähnlich. Ja, so, diese Passage läuft schon mal. Oh Gott. Die Handviecher. Gruselige Handviecher, die wackeln. Moment. Okay, keine Ahnung, warum die Kamera mal wackelt, wenn ich die treffe. Ist ja auch egal. Ja, oh nein, nein, nein. Ja, diese Passagen, die hier jetzt zu kommen, die sind richtig ätzend. Zumal die Kamera dort auch, öfters mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber da war ein Gegner. Ich muss noch zu meinem Oder ist immer noch. Tanzkurs gehen. Jetzt ist er tot. Oh, Tanzkurse. Tanzkurse sind gruselig. Okay, die müssen wir hier zur Seite räumen. Und ja. Oh Gott. Nicht schon wieder du. Okay, aber die kann man ganz gut besiegen von Weitem mit diesen. Entschuldigung. Wow. Okay, das war krass. Also die kann man ganz gut besiegen mit diesen Greifhaken. Das finde ich richtig cool eigentlich. Oh nein. Okay, sehen wir mal, was er mit dieser Kiste macht. Was tut er da? Was tut er? Ach egal. Das ist eben uninteressant. Okay. Ach so, er schleppt die Kiste. Oh Gott. Also kann man die, glaube ich, ganz gut. Ah, ich glaube, ich habe mich die letzten Male extrem trottelig angestellt. Ich glaube, man kann die viel besser besiegen, wenn man die mit so einem seitlichen Schuss angreift. Hier so dieses, ja, so, ja, genau, das geht hier so einmal rum, ja. Ich glaube, das ist. Oh, man kann die Piranhas töten. Oh Gott, Hilfe, Kamera. Gut. Ja, die verteidigen sich ja immer, wenn man sie direkt angreift, beziehungsweise direkt so abschießt. Wie ich das immer gemacht habe, und ich glaube, das ist gar nicht so Sinn der Sache. Und wir nutzen jetzt mal hier eine wunderschöne Abkürzung. Ich weiß gar nicht, ob die, als ob das wirklich abkürzend ist hier, aber. Ich sag's einfach mal. Und du bleibst mir vom Leib. Werf mit Steinen so viel du willst und spiel damit, aber lass mich damit in Ruhe. Lass den Erwachsenen in Ruhe. Na gut, der haut jetzt so ab. Dann töten wir den im Boot. Ja, der jetzt wach ist, oder? Ist er wach? Nein, aua. Okay. Okay, der ist tot. Wunderbar. So, jetzt müssen wir noch die Kerle da hinten töten. Ihr merkt vielleicht schon, warum ich vielleicht eventuell diese Passage etwas kacke gefunden habe und die mich etwas aufgeregt hat. Sterben die eigentlich noch? Ich glaube, die sind gestorben. Ja, das Problem an dieser Passage ist wirklich, es gibt zu viele Gegner. Zeig ihm, was Schwinde heißt. Ja, ich schwinde hier gleich richtig rum, ey. Hilfe. Oh Gott. Ja, es ist wirklich. Dann gehen die direkt auf einen zu. Es ist wirklich frustrierend, wenn man nicht weiß, wie man die am besten besiegen kann. Das ist furchtbar. Naja, gut. So, wir müssen auf jeden Fall da hinten lang gehen nochmal. Ja, komm, einmal kurz ins Wasser, Raymond. Und, ja, dann können wir zu der geheimnisvollen schaurigen Insel aus den alten Sagen fahren. Ich wollte erst fliegen sagen. Naja, vielleicht ist es ja in einem anderen Universum hier auch fliegen. Man weiß es nicht. So. Oh, der Baum, er sieht so schaurig aus. So verwunschen. Na gut, dann nehmen wir ihm mal die Verwunschenheit. Und fahren hier einfach. An sich finde ich diese Passage hier, also diese Welt, sage ich jetzt einfach mal, sehr atmosphärisch. Und ich sehe gerade, dass dort mehrere Monde sind. Interessant. Ja, allerdings versaut ist es total durch diese ganzen, Gegnerpassagen. Ich meine, Gegner an sich sind ja keine schlimme Sache im Spiel. Ich meine, sie sind gern gesehen, ja. Problem ist bloß, wenn sie extrem nervig sind und dich treffen, egal was du machst, ja. Und deswegen ist es ganz cool, dass ich das hier nochmal neu aufnehme. Dann könnt ihr meine Blamagen nicht sehen. Ich bin so böse. Irgendwie. So, oh Gott. Ja. Yeah. Mach ruhig dein. So, hier gibt es glaube ich gar nichts.
Da gibt es hier irgendwas, wo man hoch schießen kann, wo man was anzoomt? Ich glaube nicht. Ja gut, ignorieren wir es einfach. Machen wir noch diese wunderschöne Spardose kaputt, wo Leben drin ist. Heilige Scheiße, wie ich mich über Leben freue. Ich kann nicht sagen, das letzte Mal, wo ich das hier gemacht habe, sah es nicht so rosig aus mit meinem Leben. Das kann ich euch versprechen. Oh nein. Und die nächste Passage, die mich hier frustriert hat. Nein. Und die Kamera ist auch noch so eine Sache. Und dass man hier immer stecken bleibt. Das sind alles so Sachen, die haben mich ganz schön frustriert. Ah, bitte, bitte lass mich in Ruhe. Danke. Gut, dann können wir jetzt hier in Ruhe uns die Leben schnappen, glücklich werden und vielleicht ein Haus bauen. Na gut, so weit gehen wir glaube ich nicht. Aber wir können glücklich werden und uns hier die ganzen Lebensbalken-Füller holen. Ja, ich nenne es jetzt Lebensbalken-Füller. Ganz klar, wie soll man sowas sonst nennen? Lebenspunkte? Ich bitte euch. Das wäre doch Schwachsinn. So, hier haben wir glaube ich jetzt alles eingesammelt, was geht. Das ist gut. Oh nein, ich höre schon die nächsten Schüsse. Und da ist einer weggerannt. Naja, oh Mann. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt so eine gewisse... Shit. So eine gewisse Taktik gefunden habe. Naja. Nein. Oh Mann. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Kann ich nur mal wieder sagen. Jetzt kommt diese Geschichte. Oh, welch ein Genuss. So, der ist schon mal tot. Boah, interessant. Nein, Kamera, nein, Hilfe, Hilfe. Okay, hier stelle ich mich wieder ein bisschen scheiße an. Aber ist okay, ich überlebe das. Und hier ruft wieder jemand nach Hilfe, ein Kleinling. Oder eine Gruppe Kleinlinge, wie man sie auch, shit, wie man sie auch gerne nennt. Oh Gott, komme ich hier noch raus? Ja. Gut, gut, gut. Ja, ich höre sie. Ah ja, die war noch draußen, genau. Oh Gott. Kamera, mal wieder. Wow, für die Passage eben habe ich letztes Mal ewig gebraucht. Hier bin ich sogar gestorben. Ja, genau. Oh, hätte ich das bloß nicht erzählt, dann wüsste das jetzt keiner. Ja, genau, das zählt? Glaube ich nicht. Egal. Ich muss los, mein Ich finden. Oh, so poetisch. Er muss sein Ich finden. Ich wünsche dir viel Glück beim Finden deines Selbst. Und ich würde mich selber auch gerne finden, damit ich mich besser konzentrieren kann. Meine Kahüte, doch. Meine Kahüte. So, ich muss hier lang, ne? Ja, genau, hier. Ach, mein Gedächtnis ist doch nicht so blöd. So kurz, meine ich. Oh Gott, Hilfe. Ah, mit den Pilzen, da stehe ich noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Oh Gott. Okay, das war super. Das war schön einfach. Ah ja, die schießen hier die Türen kaputt. Warum auch immer. Da ist eine Geldnote, also eine Dollar-Kacke. Aua. Ah, okay, jetzt sind sie tot. Aua. Tut mir doch nichts an. Ich habe euch doch auch nichts getan. Ich habe es für eure Brüder getötet, aber das ist doch nicht schlimm. Ich meine, ihr seid dazu da, um getötet zu werden. Das ist doch ganz klar. Ah, na gut. Okay. Aua. Von was wurde ich getroffen? Egal. Oh, gleich kommt eine wunderschöne Stelle im Spiel, die mich sehr angekotzt hat. Die habe ich erst überhaupt nicht verstanden, aber ja, Raymond, freu dich erstmal ganz in Ruhe, eine Kamera abspacken, super. Ja, hier dieses Schloss, das habe ich nicht so ganz verstanden, oder Villa nennt man das ja. Ein Schloss sieht anders aus. Oh, 38%, sehr traurig. Aber ich kann damit leben, gut. Verloren, ja, jetzt kommt... ist, wer wagt, mein Reich zu betreten? Lasst ihn uns gebührend empfangen! Genau, dieser Typ.
Ich verstehe ihn immer noch nicht, aber ich weiß, wie man ihn besiegt. Das ist schon mal eine kleine Besonderheit. So. Nein. Oh. Du entkommst mir nicht. Ja, ich denke mal, man erkennt schon, was man machen soll. Hinterherrennen. Hinterherrennen heißt, ja, ja, heißt die Devise. Oh. Ah, hallo. Oh. Hat er es eben abgewehrt? Hast du ihm kackfrech abgewehrt? So was macht man doch nicht mit Gästen. Deren Attacke einfach abzuwehren. Aua. Aua, das hat wehgetan. Das hat sogar echt weh. Ernsthaft. Okay, holen wir uns Leben. Wir brauchen Leben ganz dringend. Hm. Münzen. Beziehungsweise sind keine Münzen. Machen wir uns nichts vor, wir sind hier nicht in Super Mario. Das sind. Ja, was sind das? Oh ja, ich habe euch beschworen. Jetzt gebt ihr mir Lebensenergie. Wie toll. Ja, ich gebe mir jetzt. Je schneller du rennst, nein. Desto schneller du stirbst. Die Sache hatte ich auch erst nicht verstanden, aber jetzt ist sie ziemlich einleuchtend. Er schießt dreimal. Und drei Male muss man sich verstecken. Beziehungsweise, okay, er schießt keine drei Male. Er schießt nur für eine bestimmte Zeit. Okay, das ist auch kein Problem. Ich meine, wir haben es geschafft. Oh, können wir uns nicht auch so eine Waffe nehmen? Boah, wäre das cool. Ach so, die sind angekettet. Ah. Deswegen bedanken die sich immer. Oh, hallo. Deswegen bedanken sie sich immer so. Aua. Shit. Okay, aber sie geben zwischendurch, oder sie kommen immer wieder zwischendurch und geben ein Leben. Beziehungsweise das Leben spawnt neu hier, genau. So war das gewesen. Oh nein. Puh. Desto schneller du stirbst. Je schneller ich renne, fuck, versteck dich. Desto schneller sterbe ich, wunderbar. Wo kann ich mich? Hier kann ich mich noch. Oh, wollte ich doch hier irgendwie. Shit. Okay, es hat doch noch gezählt. Meine Güte, einfach ist das Ganze hier sicherlich nicht. Ah, jetzt müssen wir wieder dort. Oh Gott. Shit. Warum, Raymond? Warum triffst du nicht? Ich muss sagen, letztes Mal hatte ich mehr Leben gehabt. Das ist so ein kleines Problemchen hier. Da ich jetzt so gut wie gar nichts mehr habe. Scheiße. Gar nicht so gut. Auch nicht schon wieder. Desto schneller du stirbst. Du machst es mir nicht leicht. Shit. Sag mal, Raymond, kannst du dich auch verstecken? Danke. Meine Güte. Und jetzt hier hinter. Bams. Hier findet er mich nicht. Ah, wunderbar. So gefällt mir das. Ah, shit. Keine Leben. Und jetzt einfach schon wieder. Nein, er kommt nicht wieder. Das ist gut. Oh Gott. Ja, renn du mal weiter weg. Ich werde jetzt. Oh, hallo, da bist du ja wieder. Du kommst gut in deinem Haus zurecht hier, ja? Du hättest ruhig treffen können, Raymond. Dieser Kampf ist schwer. Vor allem, wenn man wenig Leben hat. Und er ist geschafft. Wunderbar. Super. Okay, dafür hatte ich letztes Mal. Ja. Nicht zu niemand. Nicht mal der gute Raymond. Letztes Mal hatte ich dafür irgendwie, was weiß ich, oh, Hallöchen. 7 Minuten gebraucht oder so und jetzt so, locker, ne? Okay, erkunden wir mal den Rest des Hauses. Denn hier gibt's nur überall interessante Sachen, die versteckt sind. Oh, von hier aus hat er uns beobachtet. Er hat uns erwartet. Interessant. Wir haben es hier mit einem Profispanner zu tun. Und hier gab's doch irgendwo. Na gut, vielleicht auch nicht unbedingt. Ah ja, hier können wir die auch nochmal befreien und Leben kassieren.
Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, unser Leben jetzt hier wieder aufzufüllen, zumal ich keine Ahnung habe, was uns hier danach erwarten wird. Ah, und hier, da oben sieht man schon, sind weitere Kleindinge versteckt. Ich muss noch Waffeln backen. Oh, Waffeln, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Lecker Waffeln. Gib mir Waffeln. Ich will Waffeln. Okay, da ist irgendwas geflogen eben. Aber ist ja auch egal. Ja, ich habe euch befreit, deswegen müsst ihr mir jetzt ganz viele Leben geben. Einfach weil ich so cool bin. So, gibt es hier sonst irgendwas? Hier gibt es noch was. Schön, schön. Und hier. Und da. Und dort. Und. Cool. Ja, aber ansonsten ist, glaube ich, nichts im Haus. Dann können wir rein theoretisch weitergehen. Ah, haha. Nachdem wir dieses Haus übernommen haben, können wir jetzt so bequem das nächste Gebiet übernehmen. Und habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Kein Damage kassiert dank Propellerhaare. Na gut, Damage kassiert man hier, glaube ich, eh nicht. Durch Fallschaden. Naja. Oh, der Kerker. Hey, Rayman, ich bin's, Globox, hier bin ich. Danke. Das nenne ich einen guten Globox, du Empfang. Schwein. Hat das getroffen? Autsch. Globox! Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Shit, Hilfe! shit, shit. Okay, die haben wahrscheinlich auch keine Ahnung. Nein. Shit. Aua. Fuck, wie soll man das hier machen? Okay, da habe ich schon mal getroffen. Oh, das könnte sein. Das könnte die Lösung auf alles sein. Sozusagen die 42 für diesen Kampf. Und seine komischen. Shit. Dein komisches Gestöhne ist ein bisschen seltsam. Mann! Raymond, bist du etwa so betrunken oder warum fällst du andauernd runter? Ach so, okay, ich werde wieder gerettet. Okay, ich bin wieder runtergefallen. Und wo ist der Typ? Ach, da. Okay. Shit. Super. Meine schöne Dose. Oh, hallo Dose. Willkommen zurück. In der Familie. Du darfst auch mal treffen. Shit. Ah, diese Steuerung macht's nicht möglich. Okay, eine Dose kriege ich jetzt wohl nicht. Weil man wo zieht so hin. Oh, wie schade. Shit, shit, shit. Na Oh Mann. kleiner, hast du dir Diese viel Range getan? von diesen komischen Dingen. Oh. Vor allem man weiß nie, wo die hinfliegt. Das ist das Interessante an der Sache. Vergesst Buffalo Da. Bill. Hier kommt Kanonenkugel Bill. Kanonenkugelbill. Oh. Shit. Hallöchen. Gibst du mir etwas Tolles? Gib mir was Tolles, bitte. Okay, ich habe Leben bekommen. Ist ein Anfang, würde ich sagen. Alles. Das ist furchtbar, hier zu laufen. Man fühlt sich immer besoffen. Das ist nicht gut. Okay, aber willst du mich verarschen? Okay, er verarscht mich dauerhaft. Das ist. Oh Gott. Das ist gut. Oder so ähnlich. Ich will dich doch einfach nur treffen. Dass der einen immer trifft, das ist der Wahnsinn. Ich könnte verzweifeln, aber ich finde es gut, dass es hier Heilung gibt. Das macht die Sache ein bisschen erträglicher, sonst wäre ich wahrscheinlich schon tot. Also diesen Ich Bosskampf habe mir schon finde ich gar immer nicht mal einen so geil. Rayman als Bettvorleger gewünscht.
ein Rayman als Bettvorleger? Oh. Shit. Willst du wohl mal treffen? Nein? Okay, du ziehst lieber auf die Wand, das ist okay. Das respektiere ich. Der läuft total komisch, wenn er hier zur Seite läuft immer. Das ist gar nicht mal so cool. Und da hinten ist etwas, was ich unbedingt haben möchte. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, da ist er wieder runtergefallen. Aber an sich ist der Bosskampf eine interessante Sache. Unglücklicher als Beute von Krasov, dem Jäger zu enden. Hilfe. Shit. Nein. Na. Was sind das eigentlich für Wesen, die uns andauernd helfen? Ich meine, ich find's gut, aber ich versteh's nicht. Du darfst auch gerne treffen. Aua. Aber nicht mich treffen. Shit, ich brauche Leben. Ja, danke, dass du das hier kaputt machst. Nicht sehr nett von dir. Puh. Boah. Dieser Typ macht mich wahnsinnig. Vergesst Buffalo Bill. Hier kommt Kanone. Ja, hier kommt Kanone, Kugel, Bill, was auch immer Gedöns. Das Dumme ist, ich muss. Puh, meine Güte, ich muss wirklich R1 gedrückt halten, damit ich ihn auch treffen kann. Wegen seiner erhöhten. Fuck. Wegen seiner erhöhten Position. Hier kann man auch langlaufen, interessant. Und die Kette ist gerissen, da geht er zu Boden. Oh. Ist er etwa im Land des Jenseits? Also im Jenseits, nicht in diesem Land des Jenseits. Nein, okay. Sag bloß, der Boss ist immer noch nicht besiegt. Sag mal, Raven, wie kommen wir eigentlich zu diesem Heiler? Ich glaube, ich habe eine Idee. Das war der gruseligste Moment in diesem Spiel bisher. Ganz eindeutig. Hilfe. Wir sind im Land der wandelnden Seelen. Auf jeden Fall ist es ziemlich ruhig hier. Ich hatte mit einem Land voller Geister und Horrorgeschichten gerechnet. Dummer Globox. Dummer Globox. Oh, habt ihr das da oben Idiot gesehen? Auf diesem Tor während der Zwischensequenz? Das war seltsam. Aber egal, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Die hat mir persönlich wesentlich besser gefallen als letztes Mal. Und ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.